Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Wir haben im letzten Mal erfolgreich unseren ersten Auftrag erfüllt. Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das Mädchen finden. Emily. Die Arme. Sie musste damals den Tod ihrer Mutter mit ansehen. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als sie glauben. Durchaus. Auf jeden Fall müssen wir die Basis des Lordregenten schwächen, um ihn zu bezwingen. Alles passt perfekt. Er kontrolliert die Stadtwache. Durch Campbell die geistliche Fraktion. Jemand finanziert das Militär. Und er hat die Mehrheit im Parlament. Ja, das ist mir bewusst. Meine Brüder kontrollieren die Stimmenmehrheit meiner Familie. Da liegt das Problem. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen was, bevor ich schlafen gehe. Wir müssen Emily schnell finden. Nach Campbells Tod werden sie sich schon bald verlegen. Ich sehe, wie wir am Saufen sind, ey. Don't drink and shoot. Was macht denn eigentlich unsere Fertigkeiten? Wir haben so viele Artefakte mittlerweile. Oh, wir haben noch einen Knochenartefakt gefunden, was ich gar nicht ausgerüstet habe. Ach stimmt ja, ich habe das beim letzten Mal gar nicht gecheckt. Oh, das ist mal gut. Jegliche Sachen, die dir nicht nur so ein Prozent von irgendwas geben, sind super. Leichenbestatter, du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Gilt sicherlich, hoffentlich, auch für bewusstlose Körper. Daher gönnen wir uns das mal. Es gibt noch eins, was ich auf jeden Fall haben will, aber die sind so ein bisschen randomized. Dass du jemanden schneller erwürgen kannst. Das geht dann so innerhalb von einer Sekunde oder so, anstatt von 3 Sekunden. Das ist auch sehr hilfreich. Mehr Munition, was soll ich damit? Ich habe so viel Munition schon. Ja, nee, das brauche ich alles nicht. Aber bei den Kräften würde ich mal gucken. Wir haben 5 Runen. Wir könnten die Nachtsicht verbessern. Ich möchte gerne lesen, was hier steht, danke. Durch Wände hindurch. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Teleport haben wir noch auf Stufe 1. Ich würde sagen, dann machen wir den Teleport auf Stufe 2. Weil so weit wie möglich blinken ist gut. Beherrschen ist halt quasi unseren Geist in andere Leute hinein zwingen und dann mit uns im Körper von fremden Leuten bewegen. Was auch ganz cool ist eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich glaube, die sterben dadurch auch nicht. Die kotzen dann nur. Und dann muss man halt ungesehen wieder verschwinden. Das ist eigentlich auch ganz cool. Habe ich nie benutzt, weil ich immer so ein bisschen den Vanilla-Ansatz gefahren habe. Von wegen so ghostmäßig so wenig möglich Magie wie möglich. Tödlicher Schwarm, den werden wir nicht benutzen. Zeitverlangsamen ist auch noch interessant, aber es ist halt auch so ein kleiner Cheat-Modus, wenn man mal genau darüber nachgeht. Windstoß ist zu aggressiv, den werde ich mir nicht holen. Aber wir können... Bluttoast wollen wir uns auch nicht holen. Wir haben Beweglichkeit noch nicht auf dem höchsten Dingensens. Aber Stufe 2 erhöht nur Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, damit rennen wir ein bisschen schneller. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich werde mal unseren Blink, unseren Teleport aufwerten. Und dann mal gucken, wann ich mal wieder Runen in etwas investiere.
Beherrschung ist vielleicht noch ganz interessant. Ich glaube, jetzt, bevor wir schlafen, passiert hier auch gar nicht mehr so viel. Außer, dass die Bediensteten erstmal ordentlich einen durchziehen. Ich hatte eigentlich einen Soldaten mit Ecken und Kanten erwartet. Wie den Admiral. Aber Sie sind ein Gentleman. Der Gentleman mit dem Klappmesser. Seeleute erzählen sich Schauergeschichten von Meeresungeheuern. Aber dieser Fluss verbirgt Merkwürdigkeiten, über die keiner spricht. Licht im Wasser, spät in der Nacht. Ich habe sogar Gesichter gesehen. Ach, Samuels, du bist in Ordnung. Wo ist denn unser Händler? Können wir unsere Ausrüstung noch verbessern? Sie haben es wirklich in sich, den Oberaufseher in seinem eigenen Stützpunkt zu schlagen. Hoffentlich waren die Werkzeuge, die ich für Sie entworfen habe, zufriedenstellend. Dass ich hier stehe und mit Ihnen rede, ist mehr als Antwort genug. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, war schon nicht schlecht. Können dann bestimmt noch ein bisschen was aufmöbeln. Oh, wir können unsere Maskenoptik verbessern, dass wir noch ein bisschen näher ranzoomen können. Das klingt schon mal sehr sexy. Wir können sogar eine Rune kaufen bei ihm. Maskenoptik für 400. Ja, komm her damit. Damit können wir noch eine Zoomstufe näher ranzoomen. Kampfbetäubungsbolzen. Die einschläfernde Wirkung setzt selbst während des Kampfes unmittelbar ein. Das ist mir auch das letzte Mal aufgefallen, wo ich in dieser Gasse gefailt habe gegen die zwei Wachen, die dieses Pärchen, die diese Schwester und ihren Bruder genervt haben, wo ich den einen abgeschossen habe. 2 Sekunden später fällt er um. Das ist nervig. Daher gerne her mit den Kampfbetäubungsbolzen, die ein bisschen effektiver die Leute einschlafen lassen. Schwertverhärtung ist auch noch gut, damit können wir besser blocken, aber wir kämpfen halt selten. Aber dadurch kriegt die Klinge so einen Vulkan-Glas-Optik. Deswegen werde ich mir das holen, einfach weil es cool ist, auch wenn wir selten töten werden. Mal Bolzenkapazität, cool, ist alles nur Munitionerhöhung. Artefaktkapazität erhöhen, das können wir mal machen. Können wir mehr Knochenartefakte ausrüsten und die Schwerthärtung können wir uns noch. Und jetzt haben wir eine neue Klinge, glaube ich. Yep, ist aber ein bisschen zu dunkel hier dran, um das ordentlich in Augenschein zu nehmen. Gehen wir draußen in die Sonne. Seht ihr das? Jetzt haben wir so schwarze Optik mit so, ich kann mal blocken, dann sieht man das besser. Mit so glänzenden, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, Verläufen von Materialien. Erinnert mich immer an das Dragonglass von The Game of Thrones. Und das Erz nehme ich gerne mit. Und die Optik. Genau, jetzt können wir noch näher ranzoomen. Nehmen wir mal da oben. Das ist schon ein starker Zoom. Oder ist da hinten was? Ja, das ist schon sehr wertvoll. Auf jeden Fall auch für unseren Spielstil. Und wir könnten jetzt den normalen Weg in unser Zimmer nehmen. Aber wollen wir das? Achtung, Bürger von Dunwall. Hiermit werden Sie daran erinnert, dass der Angriff auf ein Mitglied der Wache ein Kapitalverbrechen ist. Hast du noch nie einen Typ gesehen, der über Dächer gesprungen ist? Bestrafung auf der Stelle auszuführen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Dialoge verpasst, aber ich glaube, bevor ich schlafe, passiert hier nicht viel Neues. Kann man mal kurz nach unten schauen. Wird heute ein schwieriger Part. Vielleicht fangen wir schon die nächste Mission an, aber so ein bisschen hier im Hounds Pit Pub. Hounds. Ich spreche es immer falsch aus. Hound Pits Pub. Das eine hat ein S, das andere nicht. Kackt er die Bedienstete an und wir hören es nicht mal ordentlich. Finde ich nicht in Ordnung. Das ist egal. Lord Pendleton sollte den Respekt erfahren, den er verdient. Das verlangt er zwar nicht, aber er nimmt es zur Kenntnis. Ja, Sir. Verzeihung.
Und haben Sie vergessen, dass wir bald eine zukünftige Kaiserin beherbergen könnten? Sie werden in der Gegenwart der wichtigsten Person der Welt sein. Und Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht. Aber sie ist nur ein Kind. Und sie ist noch nicht einmal hier. Niemand weiß, wo sie ist. Nun, unsere Meister sind genau die Richtigen, um sie zu finden. Bitte achten Sie also auf Ihre Manieren. Ja, den Dialog hätten wir angemessen ausgelöst, wenn wir von unten gekommen wären. Aber wer sind wir, dass wir normale Wege nehmen müssen? Wir haben ein Vulkanglas durch. Okay, würde ich sagen, genehmigen wir uns eine Mütze Schlaf. Heute mal ohne komische Träume. Hat auch jemand Frühstück gemacht für mich? Gibt's hier eigentlich was Neues? Pendletons Familienkrise. Cousine Anna, Morgan und Custis widersetzen sich immer noch meinen Bemühungen und antworten nicht mehr auf meine Briefe. Ihre Diener sagen mir, dass sie seit Wochen nicht mehr im Anwesen aufgetaucht sind. Meine Brüder waren schon immer arrogant, absolut selbstherrlich und scheren sich einen Dreck um alle anderen. Es sei denn, sie wollen etwas haben, das sie sich nicht selbst nehmen können. Aber der Streit über die anstehenden Parlamentsabstimmungen ist an einem kritischen Punkt angekommen. Bis jetzt waren dem Lordregenten noch etwas die Hände gebunden, was die Oberschicht betrifft. Stimmen Morgan und Custis in seinem Sinne ab, wird das Gesetz geändert und wir sind alle in Gefahr, Aristokraten hin oder her. Ich flehe dich an, mit ihnen zu reden, wenn du weißt, wo sie sich aufhalten. Lord Trevor Pendleton. Kapitel 32. Bislang habe ich kaum etwas über meine Brüder Morgan und Custis erzählt. Zwillinge und 4 Jahre älter als ich. Morgan ist der etwas größere dieser 2 Rohlinge. Von Anfang an misshandelten die beiden mich, wo sie nur konnten. Sicher bin ich nicht der Erste, der sich über grausame Geschwister beschwert. Aber meine Leiden waren wahrlich einzigartig. Als ich 5 war, fesselten sie mich an mein eigenes Bett und ließen darin einen Haufen Schlangen frei, den sie in den vorangegangenen Wochen gesammelt hatten. Meine Schreie und mein Atem wurden durch ein Laken gedämpft. Und so dauerte es Stunden, bis mein Kindermädchen mich fand, mehr tot als lebendig. Ich hätte einige Schlangen zertreten können, andere waren entkommen. Jedoch nicht, bevor ich nicht über ein Dutzendmal gebissen worden war in Beine, Arme und Gesicht. Mit diesen Wunden hatte ich monatelang zu kämpfen, während die 2 mit nicht viel mehr als einer Ermahnung davon kamen. Wallace! Bring mir Wein! Morgen werde ich euch mit dem Geschenk erfreuen, das sie mir zur Feier meines 10. Geburtstages überreichten. Welch fröhliche Familie. Und ich glaube, in dem Tagebuch vom Admiral haben wir jetzt auch einen neuen Eintrag. Nun, es scheint, dass wir mit Corvo in den richtigen Mann investiert haben. Er konnte nicht nur Martin aus dem Büro des Oberaufsehers befreien, sondern drang auch noch in das Nest dieser Schlange ein und erledigte Campbell persönlich. Mit Corvo auf unserer Seite gibt es niemanden auf der Welt, der für uns sicher ist. Wir müssen diesen eingeschlagenen Weg jetzt weitergehen. Es gibt kein Zurück mehr. Sie haben Glück, dass ich sie nicht hinauswerfe. Glück. Ohne mich würde hier alles in 10 Minuten auseinanderfallen. Verräterische Worte und Taten zu melden. Sie können mich sowieso nicht entlassen. Ich habe heute früh die Bücher studiert und dort 5 ihrer Fehler entdeckt. Nun gut. Sie haben Glück, dass ich sie vor dem Admiral gefunden habe. Dieser Wallace ist ein sympathischer Zeitgenosse. War schon ausgeliefert worden. Grund genug, um alles abzuriegeln. Die Seuche verbreitet sich schnell.
Ganz schön ruhig hier alles. Seid ihr alle noch in euren Betten? Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für sie entwickelt. Und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur, vergessen Sie's. Danke für den Tee. Ich muss zurück zum Admiral. Er hat Neuigkeiten für mich. Pero. Das üben wir noch. Wo steht denn der Admiral gerade rum? Ist der hinten? Da ist Samuel. Den ich manchmal aus den Samuels nenne, weil der in Alien Isolation so hieß. Hallo, wo seid ihr? Ich benutze ja keine Questmarker, ne? Aber wo steckt der gerade? In seinem Zimmer war der nicht, wo ich geguckt habe. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Hallo Corvo. Hallo Lord Pendleton. Wir müssen Hallo Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für Ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Ein kleiner Sidequest quasi. Das ist kein Sidequest, aber... Wir sollen einen Weiner entsorgen oder Weiner, die in der Kanalisation her... wandeln. Bei diesen Weinern habe ich mir mal moralisch die Frage gestellt, ob es nicht menschlicher wäre, sie zu töten, weil sie ja so ziemlich die niedrigsten Seuchenopfer sind und schon aggressiv werden und andere Leute angreifen und die Seuche verbreiten und eigentlich nur noch vor sich hin siechen. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten zu. Das Ding ist, dass mit getöteten Lebewesen das Chaosmeter so ein bisschen steigt. Und das Spiel merkt sich das alles so ein bisschen. Wenn man einen niedrigen Chaosfaktor haben will, darf man sogar ein bisschen töten. Aber es kommt auch darauf an, wen man tötet und wie viele man tötet. Und ab und zu mal so ein Weiner abzustechen aus Gnade wäre nicht so dramatisch. Aber ich werde wahrscheinlich die Betäubungsbolzen zücken. Ich glaube, hier ist niemand. Außer die pure Dunkelheit. Sonst noch was hier? Ist doch gut, um echt mal Nachtsicht zu benutzen, nicht um einfach Leute durch Wände zu sehen. Weil das Spiel manchmal schon sehr dunkel ist, aber das gehört halt dazu. Das führt uns wieder in den Hounds Pit. Da wollen wir noch nicht hin.
blutunterlaufene Augen. Was? Du denkst so, das sind die absoluten Zombies, die kriegen nichts hin, aber sehen mich aus 300 Meter Entfernung. Ich dachte, ich kann da mal gemütlich stehen. Aber wie wir sehen, wirkt der Betäubungsbolzen ein bisschen schneller. Kann auch an den Beinern liegen. Eine uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich nur daran mich zurück zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit hier für sie zurückgelassen, aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, tatsächlich. Ein bisschen ominös. Ah, wahrscheinlich das hat mit der Rune zu tun, die wir gerade gefunden haben. Ich höre schon wieder irgendwas in der Nähe. Haben wir gerade zwei Runen nebeneinander? Ist auch geil. Also die werden wahrscheinlich irgendwie Runen hergestellt haben und das war das Werk des Teufels und deswegen war ihm übel oder keine Ahnung. Ah, die sind jetzt beide nur betäubt und die werden die hier wahrscheinlich rausbringen. Die werden die wahrscheinlich auch nur töten, aber naja, wir waren es nicht. Ja, von diesen stark Infizierten werden wir auch zukünftig ein bisschen mehr sehen. Ja, Spiel, ich bin noch nicht oben, ich kann nicht reden. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Ja, wir hatten das gesagt. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen sie sprechen. Sie war das. Das ist blöd, wenn der Dialog ausgelöst wird, obwohl ich noch nicht ganz oben war. Haben Sie schon mal analysiert? Sie ist eine Schneiderin in einem Geschäft, das oft von Wohlhabenden besucht wird. Die Arbeit, die sie jeden Tag erledigt, ist nicht gewöhnlich. Alles, was sie will, ist sich mitten auf der Farming Street hinnehmen und auf den Tod warten. Alles fröhliche Leute hier. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Campbells Buch scheint viel mehr zu erhalten, als wir gehofft hätten. Er hat eine Reihe hochrangiger Aufseher erpresst. Mit diesen Informationen können wir den Orden manipulieren. Die Aufseher werden sich unserem Willen beugen. Wo chillst du jetzt so? Zündet sich bestimmt auch erstmal einen an. Nee, er ist ein gesunder Nichtraucher. Sie waren noch nie in der Golden Cat? Nein? Dachte ich mir. Ich auch nicht, natürlich. Dir glaube ich das sogar. Interessant. Geht mich nichts an, aber das Zeichen auf Ihrem Handrücken. Studieren Sie die verbotenen Künste, Corvo? Keine Sorge, wir sind hier alle Freunde. Mein Hals schmerzt immer noch von der Prügel. Aber ich muss sagen, dass Sie die Aufseher während Ihres Besuchs ziemlich beeindruckt haben. Sie sind gerade ein nervöser Haufen. Hm.
zu rechts. Corvo, auf ein Wort. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Sind wir schön am Saufen? Nicht leicht. Selbst für jemanden wie Sie. Ich guck gerade mal. Gibt's noch irgendwas Schönes? Was für Gelächter. Und sie haben sich einsehen, die alten Lieder. Das waren damals glücklichere Zeiten. Sieht nicht so aus. Haben auch hier erstmal wieder alle Runen gefunden. Und ich würde sagen, wir sind bereit für die nächste Mission, die wir zumindest schon mal beginnen. Denn viel mehr haben wir ja auch nicht zu tun. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. So, so. Alles klar, Samuel, suchen wir nach Emily. Ich wäre immer theatralisch die Maske aufsetzt, aber ich die ganze Zeit zoomen kann, als ob ich sie auf hätte. Gaming Sins. Das Haus der Freuden. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lordregenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Hunger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lordregent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Ich bringe sie so nah wie möglich an die Golden Cat ran, wie ich kann. Aber eigentlich bringe ich sie wieder dahin, wo sie auch in der letzten Mission angefangen haben. Ich sagte ja schon. Suchen Sie jemanden, der die Stadt gut kennt, insbesondere die windigeren Gebiete. Sollten Sie Slackjaw aufsuchen. Aber passen Sie auf sich auf. Aber hey, Tageszeit hat sich verändert. Es ist mal nicht nachts, was uns gar nicht gut gefällt. Die Lage hat sich ein bisschen verändert hier. Chaosfaktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Das Spiel hat uns das auch schon gefühlt dreimal gesagt. Da lässt du die Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders. Und das Ende ist düsterer.
die einfach ein Massaker machen da oben. Ja, bei diesem Wachturm sollte man aufpassen, aber man kann die gut entwaffnen, indem man die Batterie rausnimmt. Kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Hörst du da oben so? Spann dich mal. Der Typ da oben nervt, ey. Eine solche Maske auf, ey. Ich hab den jetzt nur ausgeschalten, weil er sich bald wieder umgedreht hätte. Und wir können ja mal kurz da hinten hingehen. Ich glaube, hier hat sich nicht viel Neues getan. Also es ist nicht in jeder Mission so, dass man im theoretisch selben Gebiet startet. Das ist nur bei den ersten beiden so. Da haben sie so ein bisschen recycelt, aber es verändern sich auch ein paar Sachen. Und der Hauptort ist ein neuer. Ist jetzt offen hier. Oh, schreck mich so. Haben die mich erschreckt gerade? Ich hatte Angst, dass sie gleich auffressen, weil dann wird ihr Tod mir zugeschrieben. Nee, nee, nee. Frage ist, wo ich sie jetzt hinlege. Ich will nicht, dass sie von Ratten geknuspert wird. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich diesen hier machen. Guck mal, hier ist eine Matratze. Ganz gemütlich schlafen. Oh, das war ein guter kleiner Jumpscare. Jemand nimmt sich den Beutel, kommen die Ratten unter der Matratze hervor. War es auch hier der eine Beutel. Viel mehr ist ja auch gar nicht. Ich hätte die auch da sitzen lassen können, aber ich habe der nicht getraut. Können, hier sind ziemlich viele. Aber wohl doch nicht gleich hier. Wer macht denn die ganze Zeit? Das ist normalerweise auch nicht so. Hier oben ist auch nichts außer dieser Turm. Wir könnten den ausschalten, wenn wir Bock haben. Einfach weil wir es können. Wie weit geht denn mein Blink? Was geht da drüben vor sich? Ah, diese beschissene. Der guckt gerade ganz schön in meine Richtung.
Böser Ton. Normalerweise kommt man da hoch. Aber ich stelle mich gerade zu doof an. Aber ich wurde noch nicht entdeckt, wie durch ein Wunder. Ja, okay. Ich gehe ja schon. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Ich wollte nur den Turm ärgern. Darf ich nicht. Die dumme Plattform hier gerade, geh weg. Geht doch. Warum nicht gleich? Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen. Ich wollte die Batterie werfen, nicht fallen lassen. Aber das war ich gar nicht. Euer doofer Turm hat nur malfunctioned. Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Die Batterie ist von alleine rausgefallen, ich war das nicht. Na gut, Schluss hier. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Achtung, Bürger von Dunwall. Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, ist kein Bürger von Dunwall mehr. Er trägt nun das Zeichen des Ketzers. Und nach einer der ältesten Traditionen des Jedermannsordens macht sich jeder, der ihm Hilfe oder Unterkunft gewährt, einer Straftat schuldig. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmte. Doch weiter, Idiot. Finde jemand anderen, den du rumschubsen kannst. Direkte Auswirkungen unserer Tat. Deswegen habe ich da mal gerade genau hingehört. Und hier stehen schon Slackjaws Männer. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ich wollte gerade gucken, was die Lumpengräfin macht, aber die hört das zu. Was aber nicht heißt, dass wir nicht hier hoch können. Denn wie durch ein Wunder liegt hier schon wieder Beute. Scheint ein guter Ort zum Sterben zu sein hier oben. Und ja, wenn Slack schon mit uns reden will, dann reden wir besser mit ihm. Der ist nicht jemand, den man warten lassen sollte. Und da die uns auch nicht feindlich sind zu sein scheinen gerade. Was für ein Chaos! Die Stadt geht zugrunde! Würde ich aber trotzdem gerne um deinen Täschchen erleichtern. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie. Ja, dann reden wir mal mit ihm. Und da wir quasi eingeladen worden sind, müssen wir jetzt auch nicht rumschleichen. Hier zumindest nicht. Und es ist kein feindliches Gebiet mehr, sondern ein neutrales Gebiet. Hey, du in der Maske! Du siehst aus wie ein Clown! Stech dich gleich ab wie ein Clown, ne? So ein cooler Clown wie ich wärst du gern. Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot!
Was sie nicht wissen, macht sie nicht heiß. Willst du uns Angst machen? Hey, du in der Maske. Du siehst aus wie ein Clown. Naja, gehen wir mal zur Slackshow. Slacky, Slacky. Schon. Ja, ich gehe schon. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink bis zum Letzten, das ist mein Motto. Ein ganz anderes Bild hier, wenn die Sonne so reinknallt. Ist das zum Rauchen oder Essen? Und auch hier gibt es wieder neuen Loot. Da sagen wir nicht nein. Denn all das zählt schon zu dem Beutetotal der Mission. Und ein Schlüssel zum Reservelager der Distillerie. Das dürfte das Tor sein, das uns von dem Artefakt trennt. Daher auf jeden Fall mitnehmen. Kupferdraht. Flossener Kristall, Heilkräuter, Glühpaste. Oh, Brandbolzen. Klingt wieder ganz schön mörderisch, aber why not? Ne, Kugeln brauchen wir nicht. Handgranaten auch nicht. Ja, also wenn man tötet, hat man hier eindeutig mehr Optionen und mehr Spaß in Sachen Items benutzen. Aber wir haben halt Stil. Ich glaube, Slack Joe wartet in seinem Büro auf uns. Keiner gesehen. Meine Männer hatten recht. Siehst aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich auch. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht wo. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Ein kleines optionales Missionsziel, das wir definitiv mal mitnehmen werden. Dieser Galvani ist ein Blutsauger. Doktor nennt man die jetzt. Geh zu ihm und finde heraus, was mit meinem vermissten Mann passiert ist. Und auch da merkt man so ein bisschen das Recycling. Seit der Seuche ist das Klauen einfacher denn je. Aber wozu sollte man jetzt was besitzen? Ist fast keiner mehr da. Denn der Doktor war auch das, wo wir wegen der Seuchenratte rein sind. Also es ist im Grunde auch eine Location, die wir schon kennen, die jetzt nochmal neu benutzt wird.
Aber es ist nur ein kleiner Sidequest, also wir werden da nicht ewig zubringen. Und gönnen uns noch ein bisschen Kupferdraht hier und da. Why not? Wir schließen ihn auf und gönnen uns ein neues Knochenartefakt. Was haben wir jetzt gekriegt? Haben die sich geupgradet? Hatten erst Stufe 1, ne? Geistvoll 2 und Wind des Schicksals 2, weil Leichenstattern Beutejäger hatten wir vorher schon. Tränke geben dir noch mehr Mana zurück. Hin und wieder stellt dein Trank deinen Mana vollständig wieder her. Ja. Wozu auch immer. Wie gesagt, sind nur ein paar bestimmte, die richtig gut sind, aber dadurch, dass das mehr oder weniger zufällig ist, wie die im Spiel verteilt sind, muss man immer hoffen, auf die guten Dinger früh zu kriegen. Was ich früher auch nicht wusste, dass die zufällig verteilt sind, habe ich auch erst vor kurzem mal erfahren. Frag mich, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Ein bisschen Graffiti auf den Dächern. Ein bisschen Walfleisch. Und zurück in die Bottle Street. Und an dieser Stelle werde ich den Part auch beenden und beim nächsten Mal fangen wir die Mission dann richtig an. Und dann erwartet uns in dieser Gasse auch noch was Interessantes. Und ich finde es interessant, da es ja geregnet hat vor kurzem, dass hier so Pfützen sind gerade. Cooles Detail. Ja, und hier werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Du wirst sterbenskrank. Maul, ich mache hier eine Abrede. Wenn es wieder heißt Let's Play Dishonored, ich freue mich schon. Bis dann, Leute. Euer Chris.